Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kingdom Come Deliverance. So. Jetzt wollen wir mal schauen. Wir wollten, um das mal ganz klar zu machen, auf die Map gehen. Wir wollten hier nach zu Müller Simon. Und eigentlich nach Thallenberg. Problem ist folgendes. Questlog. Das steht an. Das steht an. Das bedeutet, wir müssten auf dem schnellsten Wege jetzt nach Hattai. Also, Köter, komm mal mit. Geh mal runter. Du kriegst da unten was zu fressen. Ich muss jetzt mal gucken, ob ich was zu fressen habe. So, ich bin jetzt ausgerüstet, weil ich vorhin schon mal neu angefangen hatte. Das musste aber. Da hatte ich aber dann keinen Thron mehr. Und das muss ich jetzt wieder löschen. Um das mal zu sagen. Ja, ich hatte. Irgendwie. Weiß ich nicht, warum das. Kann also immer mal passieren. Aber ich muss eben mal gucken, ob ich für den Hund hier mit der Nahrung außer Dörrfleisch noch was anderes an Fleisch habe. Ach, auch egal. Komm, mit der Notfall zum Dörrfleisch habe ich genug von. Hey. Oh, Hund. Sieh mal, was ich für dich habe. Ganz lecker. Vor allem bin ich noch nicht fertig ausgerüstet. Ich muss mir noch fertig ausrüsten. Das habe ich nämlich auch unterbrochen. Ach, dann kriegt ihr die Räucherwurst. Ich würde die zwar gerne mal selbst essen, aber da sind so viele Sachen. Sieht immer so lecker aus, dem Hund zu verfüttern. So, jetzt muss ich aber erstmal hier weiter ausrüsten. Ich war nämlich eigentlich am Ausrüsten gewesen, hatte dann gemerkt, dass auf einmal irgendwie alles ruhig war. Kein Ton hatte. So. Ja, das ist, wenn man anfangs erstmal viel redet, dann merkt man gar nicht, dass draußen kein Ton ist, so ungefähr. Ich brauche doch gar nicht die Lederhandschuhe. Mein Quatsch. So, den nehmen wir. Der ist schon ganz gut. Kette ist immer gut. Den nehmen wir auch oben drüber. Eigentlich hätte ich da was Besseres, aber der ist so teuer. Da ist so ein Purpont. Ein 12er ist das. Sogar, glaube ich. Den da unten. Der da oben drüber geht. Tolles Muster, sieht total edel aus. Nur, der kriegt dabei immer die Schläge als erstes ab. Der ist dann natürlich immer mal wieder gleich. So. Das können wir eigentlich machen. Dann muss ich zum Simon und nach Thallenberg und solche Sachen. Das machen wir dann andermal. Beschüsterset nicht mehr. Warte mal. Das muss ich gucken. Da muss ich einen reinholen. Brauche ich auch nicht mehr so sehr viel. Sind wir hier ein bisschen zack. So. So, dann können wir eigentlich los. Alles dabei. Bisschen auffällig wegen dem. Ich hatte dann. Weil ich die Folge vorher nicht fest gespeichert hatte, sondern nur diesen Lockout-Save gemacht habe, der dann ja weg ist beim Wiederladen. Neu starten. So, das bedeutet jetzt einfach schnellsten Weg nach Hattai zurück. Bedeutet aber auch eigentlich. Ne, ganz so schlimm ist das nicht. Ach, Hund. Na gut, lass mal. Das ist ein bisschen, dass das jetzt nicht ganz ungefährlich wird. So, also die Planung komplett anders.
Solange wir das Zeichen da oben rechts haben, dürfen wir den Ratai nicht mit der Theresa sprechen. Das gibt Ärger. Das gibt Ärger. So, und pass mal ein bisschen mit auf. Weiter. Also stellen muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Und Quest nehmen wir nicht an. So, jetzt gehen wir mit dem Kanter hoch. Umständlich hier zu steuern. Macht das Spiel dann von alleine. Pferdchen. Nicht hingucken. Das gibt hier. Wird man seekrank von. Unter Umständen. Es ist alles dasselbe, diese Bildschirme. Und? Schnüffelst du mal wieder, ob da was ist? Hier an der Ecke? Wo wir hier wieder Besuch haben, an der Ecke. Wo ist er denn? Und? Nö, nix. Erstmal noch nix. Mach mal Sitz. Oh. Ah, muss ich jetzt mal hier. Okay. Warten, bis er wiederkommt. Ich will wenigstens hoffen, dass er... Da ist er doch. Ja. Wird denn jetzt? Ich gehe hoch hier, dass er mir das auf den Weg legt. Ja. Und nicht gleich dann den Berg runterrutscht. Warten wir mal ab hier. Denn jetzt der Hund? Da kommt er doch. Dauert aber hier. Kannst du nicht noch mal ein bisschen beeilen? Und ist halt so weit runtergerutscht, dass der alles stehen. Okay, wollen wir mal gucken. Sehen wir mal wieder aufs Pferdchen. Schon wieder eins gefunden? Na gut. Nee, doch nicht. Das hatten wir doch. Okay. Ich dachte, du hättest... Oh, gut. Denn nicht, dann war das nicht, ne? Nichts zu sein.
Aber weiter unten können trotzdem auch noch mal welche kommen, ne? Das ist eine zweite Stelle. Ist auch erstmal nichts. Okay, dann bauen wir mal. So, mal den Ledetschko durch. Ach, jetzt könnten wir ja tatsächlich mit Theresa reden. Soll die noch wach sein? Ja. Ein bisschen. Ich hätte mich mit denen gekloppt, wenn da welche gewesen wären, aber ja. Nee, nicht Galopp. Jetzt erstmal zum Trab. Kante so, jetzt sind wir hier. Nein, machen wir nicht. Das lohnt sich nicht. Das ist einfach albern. Lauf da mal hinterher. Für die 5 Groschen ist mir da zu blöd. Lauf doch, lauf doch. Ja, halte mal. Immer so langsam kommen wir an den Punkt, dass wir eventuell. Ach so. Nee. Könnten wir auch machen, ja. Bei der Dragomira. Die noch wach. Mal der Vogt. Nö. Ist nicht. Da können wir weiter. Geht alles schon ins Schlafen. Mal schon mal aus dem Gefährten die Fackel rüberholen. Ja, können wir schon mal ausrüsten. Das macht nichts. Ich tatsächlich Hunger. Batzek ist auch nicht da. Können wir auch nicht. Na gut. Alles nichts los hier. So, naja, mal gucken, was wir da so machen denn. Keine Quest und einfach mal drüber reiten. Der muss so sein. Waffen. Wieder. Ups. Ich hab Hunger. Noch mal was essen, ne? Ja. Ach, das kann ich gar nicht essen. Das muss ich erstmal kochen. Ich kann schon mal essen, den Steinpilz hier. Hatte man ein Ei. Hier war doch. Mal kochen. Na gut. Laufen die hier alle rum, ey. Aha. Guck mal, Hasenfleisch hier. Ah nein, ich wollte doch den Knoblauch nicht kochen, ne. Blöd Mann, ein Ei. Nein, hier noch nicht. Wo ist der Hund? Na.
Okay. Ne, das macht zu viel, der Kohl. Glaube ich. Ah ne, warte mal. 16 geht doch noch, ja, okay. Ja. Wenn man was sehen kann, dann macht man besser hier nix. Müssen wir noch mit dem Pechel wetten, ne? Hier braucht man keine Angst haben, wenn da einer steht, das ist dann irgendwie was. Hier ist auch noch mal einer. Immer ganz was Neues. Gnade, Herr. Ja, okay. Mit dem können wir reden. Was ist mit dem los? Bitte, Herr, hilfst du mir? Was ist dir widerfahren? Ich bin den ganzen Weg aus Kuttenberg gelaufen. Und zwar barfuß. Die Füße sind wund bis auf die Knochen. Hättest du nicht ein sauberes Stück Stoff für mich, guter Herr? Dann kann ich sie wenigstens verbinden. Brokatstoff habe ich, aber ne, Schuhe wollen wir nicht. Den Satz muss Büßer ich mal... Büßer gehen barfuß. Weißt du das etwa nicht? Aber ich bin kein Büßer, Herr. Nur arm. Und arm bist du, weil du ein Sünder bist. Weißt du nicht, dass Gott nur die Rechtschaffenden belohnt? Das weiß ich, aber... Kein Aber. Gott bestraft dich für deine Sünden. Also solltest du deine Armut als gerechte Sühne erdulden. Du bist ganz schön grausam. Lass dich nicht aufhalten. Ich warte auf eine freigebigere Seele. Naja. Das war jetzt nicht so nett. Ich dachte, aber das ist genauso wieder so eine Sache. Okay, lass uns stehen. Das ist ein dummes Schwein hier. Ist er im Stall? Ach, da steht das. Nee, dann mitten auf dem Weg mache ich das nicht. Wer denn da? Was ist denn das? Du darfst nicht im Dunkeln ohne Licht herumlaufen. So lautet nun mal das Gesetz. Ja, wo macht der Schmiedelehrling denn hier? Und du machst dein Licht jetzt aus hier, ne? Wir sind ja nicht oben in der Stadt, blöd Mann. So. Theresa sitzt auch ohne Licht da. So, jetzt können wir eigentlich mit Theresa reden. Aber spazieren gehen können wir mit Theresa nicht, das geht nicht. Ich habe etwas für dich. Ach, wie nett. Die habe ich von Onkel Peschek. Aber treib damit bloß kein Schindluder. Dietriche? Du weißt aber schon, was man mit denen macht, oder? Lass dich bloß nicht erwischen. Falls doch. Sag ja nicht, dass du sie von mir hast. Aber hallo. Ach, das wollte ich doch mal. Matthias und Fritz lassen grüßen. Sie leben. Gott sei Dank bin ich froh. Sie haben mir sehr geholfen. Wo hast du sie getroffen? In Sasau. Ich lief ihnen vor der Schenke über den Weg. Wo sonst? Und wie geht es ihnen? Okay. Sie sind wohlauf.
Die Mönche haben sie zusammengeflickt, aber sie finden keine Arbeit und sind verschuldet. Du weißt nicht zufällig, ob jemand Arbeit für zwei faule Zimmerer hat. Hier niemand. Und in Ratai wird das auch nicht besser sein. Es wimmelt dort nur so von Flüchtlingen und die suchen alle Arbeit. Oh, schade. Die beiden bräuchten wirklich dringend Arbeit. Sonst machen sie noch irgendeine Dummheit. Glaub ich auch. Versuch es bei den Mühlen in den kleineren Dörfern. Der Müller in Ledechko ist alt. Vielleicht kann er Hilfe gebrauchen. Mach ich. Danke. So, mit dem Spaziergang ist natürlich nichts. Ach, das mache ich jetzt. Die Kleidung. Ich hab was, das genäht werden muss. Könntest du das machen? Na schön. Ich will nicht, dass du wie ein Landstreicher herumläufst. Zeig mal her. So, ne, spazieren gehen müssen wir nach dem Turnier machen. Das geht nicht. Jetzt im Dunkeln. So, wo ist denn der Müller? Komm her. Beste Gesundheit. Ach, das könnte man ja auch mal fragen. Gibt es hier aber Arbeit für Zimmermänner? In diesen Zeiten? Ich bin froh, wenn ich durchkomme. Ach so. Was die Turnierwette betrifft, ich hätte Interesse. Wie genau hast du dir das vorgestellt? Ach so. Freut mich, das zu hören. Ich hätte ja doch die Fackel anmachen sollen, nicht blöd, Mann. Aha, ich kann da runtergehen. Natürlich mal auf 100, klar, immer volle Helle. Eine schöne Wette. Hals und Beinbruch. Im wahrsten Sinne des Wortes. Nee, du bist aber gar nicht nett, ja. Bis später. So. Das hätte ich machen sollen hier. So, was machen wir mit der angebrochenen Nacht hier? Erstmal hier die Blumen wieder wegmachen. Ganz klar. War hier nicht noch Minze? Irgendwo? Oder war die da hinten? Hund, lauf mir nicht in die Minze rein. Ach, Minze brauchen wir, glaube ich, nicht, ne? Kurz mal eben in die Kiste gucken, was wir überhaupt noch an Kräutern brauchen. Checken wir mal eben nach. Damit wir hier nicht so viel Unfug machen. Augentrost, Baldrian, Beinwell. Brennnessel, Johanniskraut. Kamille, Löwenzahn, Minze haben wir genug. Salbei haben wir auch genug. Okay, na gut. Wieso haben wir nicht genug Mombo? Mal. Oh. Kleine Sekunde. War was heller machen, weil die Sonne nicht mehr drauf scheint. Das nicht zu. Das wird das auch nicht zu warm hier drin. So. Habe. Na egal. Mal gucken. Gott sei mit dir, Heinrich. Schön. Gut, das ist Augentrost. Brauche ich noch. Baldrian.
Bein will. Distel. Einbeere, ja okay. Weiß ich schon gleich, wo ich hingehe. Ringelblume. Tollkirsche. Wermut. Okay. Also keine Minze mehr. Haben wir jetzt auch genug. So. Nur schön zumachen wieder. So, die Sachen sind jetzt... Mal kurz mal gucken. Wir können die Sachen aber aus... ablegen. Rüstung. Brauchen wir eigentlich nicht. Wir können ganz normale Stadtkleider machen. Ja, mein. Ich hab alles, ne? Ja. Okay, machen wir das so. Sind wir wieder zu schwer, weil wir durch diesen Perk, das war, wenn wir die Rüstung anhaben, leichter werden. Schmeißen wir erstmal alles wieder in die Satteltasche, was wir jetzt nicht brauchen. Ach, ich muss, glaube ich, hier Schuhe anziehen, ne? Naja, ich muss das alle auch nicht alles hier und da haben. Morgen zum Turnier brauche ich eh nicht, da kriege ich Rüstung. So. Ach, den Hund wollten wir gucken, was der. Das ist immer alles. Ja, okay, muss ich den mal füttern. Ne? Sieh mal, was ich für dich habe. Ganz. Ist, ich habe das Hasenfleisch noch. Warte mal, ich weiß, was ich damit mache. Ist er noch wach? Oder hat er sich jetzt schlafen gelegt? Jetzt ist er weg, ne? Ah, toll. Jetzt sind sie schlafen gegangen. Okay, Pebbles. Ach ne. Ich weiß schon, was ich mache. Minze brauche ich nicht. Brennnesseln auch nicht. Wermut aber. Tollkirschen auch. Salbei brauche ich auch nicht mehr im Moment. Ja.
ein wäre. Hinten müsste eigentlich nur eines sein. Tollkirsche irgendwo. Genau. Ist nicht viel. Gib mich mal Pferdchen. Wo kommt es denn jetzt an? Dauert das wieder, ne? Ach, da ist es ja endlich. Brauchst du mal Zeit, ne? Für das kurze Stück. Das wäre fast schneller zu Fuß gewesen. Da komme ich nicht durch mit dem Pferd. Ach, Dummkopf. Was? Wo haben wir denn? Schon Mitternacht, okay. Wie müde bin ich eigentlich? Vermutlich ist okay. Dann machen wir keinen Unfug mehr, sondern sammeln nur noch hier so ein bisschen Blümchen. Ja. Jetzt richtig hier irgendwie. Ein bisschen dunkel ist das immer schwierig. Muss ja eigentlich hier irgendwo sein. Da ist er doch. Nicht. Sind noch Einbären. Komm. Die sind wichtig, die Einbären. Die Minze nicht. Tollkirsche nehmen wir auch mit. Ringelblumen brauchen wir auch noch. Wäre. Wermut ist okay. Münze und so ein Krempel brauchen wir nicht. Da sind nur Einbeeren. Schwupp. Alle, die hier im Umkreis waren, sind weg. Da war hier noch. An den Minzen wollen wir nicht. Ich dachte, hier ist noch irgendwo eine. Okay. Dadurch, dass ich hier gesammelt hatte, könnte sein, dass hier die weg sind. Da ist noch ein Bär. Wenn jetzt der Hund dann nicht im Weg kommt. Weiter raus. Jetzt noch ein bisschen. Ach nee, das ist die falsche Richtung. Ich glaube, wir sind ein bisschen hoch im Wald. Hier sind noch welche. Da ist noch eine. Da sind auch noch mehr. Die sind nämlich hier gleich mit. Denn, wie gesagt, im Dunkeln ist nicht, kann man nicht ganz so viel finden auf einmal. Aber ist egal. So, Pferdchen. Ach, hier ist noch welche. Ach, bellt er wieder das Pferd an. Sind die Viecher, die ich am wenigsten habe. Okay.
gehen wir mal auf. Das soll aber auch nichts sagen. Das ist der Weg runter. Ne, da. Ist das nicht zu fassen? Mit dem Pferd ist das gar nicht so einfach, manchmal hier im Wald den Weg zu finden. Weil hier ist schon okay. Na, Basilikum kann ich, brauche ich auch noch. Quatsch, Basilikum hier. Baldrian. Komm, hier Basilikum. Weil so okay sind auch Kräuter, ne? Okay. Macht nichts. Aber die wachsen hier irgendwie nicht. Okay, nehmen wir den Baldrian immer mit. Wermut auch. Ach ne, ist kein Wermut. Okay, Pferdchen. Gehen wir erstmal auf die Wiese da hinten, wo die tollen Kirschen wachsen. Schauen wir mal. Okay, warte mal. Ja. Feiner Hund. Du solltest das eigentlich nicht. So ist's echt. Immer dieses Fishing for Compliments, ey. Willst du da mal weggehen? Ah, geht doch. Immer noch Köter. Schon hier abspringe, dann Beinwell, das ist schon mal wichtig. Tollkirsche, das ist ganz wichtig. Wie gesagt. So groß ist die Wiese auch wieder nicht, dass da so wahnsinnig viel zusammenkommt. Tollkirschen und so. Deshalb
Das gut. Genau suchen. Tja, so ist das manchmal. Bündchen. Umrum brauchen wir eigentlich nicht. Schaut zwar so aus wie, aber ist nicht. Okay. Was noch bei will. Sah so aus wie Tollkirsche. Aber keine. Hier ist aber noch. Das ist aber tatsächlich eine Tollkirsche. Geht aber irgendwie nicht. Nee, doch nicht, das ist dieses andere, doch dieses andere Gras. Ja. Jetzt doch da von dem. Okay. Ist das auf der anderen Seite irgendwas Brauchbares außer Johanniskraut? Nicht so aus, ne? Doch, hier ist noch ein bisschen Wermut. So, noch bei mir. Okay. Na gut. Bleibt da eh nichts mehr übrig. Okay, Pferdchen, dann wollen wir mal. Brennnesseln. Dann sind wir erstmal wieder aufsitzen, reiten wir wieder ein Stückchen zurück. Gucken wir auf die Uhr. Da ist nichts. Das ist ja nichts Kraut. Wo geht jetzt noch Bein, wenn unser Mist? Zeit haben wir noch. Muss man halt durch jetzt. Zeit. Das halt, wenn ich immer noch nicht meine. Die Ringelblume wollte ich auch. Ringelblume nicht, aber hier den Augentrost noch. So,
erstmal genug. Warte mal, ich habe eine Blume, ist da noch ein bisschen was. Nein! Hilfe. Na gut. Da wieder versehentlich Löwenzahn. Jetzt ist immer das Problem dabei. Drängelt sich gerne vor, Löwenzahn. Wenn ihr aufpasst, hat man da wieder was dabei. Ach. Wo habe ich denn so viel von dem anderen Zeugs gesammelt, dass das auch jetzt genug ist? Wermut kommt immer nicht so viel zusammen. Da ist zwar immer mal was. Ist jetzt nicht so, dass das ganz knapp ist. Wie gesagt, knappeste ist immer ein Beere. Ohrblume sammeln wir nicht. Bellt er wieder das Pferd an. Immer nicht. Sollen wir nur Augen draus geben? Mohnblumen auch nicht. Einwell nehmen wir noch mit. Köter. Du dann eine Augentrost haben, ja, da ist er noch was. Ist halt blöd, wenn hier nichts ist. Oder nicht so genug ist. Oder zu wenig. Ist immer so eine Arbeit.
So, weiter dahinter ist kein Augentrost mehr. Das weiß ich. Das ist nur noch Wermut. Aber da hinten ist noch Wermut. Okay, Beimel kann man mitnehmen. Aber da brauchen wir auch nicht mehr so viel von. Löwenzahn ist ja viel. Aber noch nicht hell. Aber fast. So, wie sind die? Auch nicht. Ist nicht mehr viel hier hinten. Geht aber, das ist auf der anderen Seite erst. Ja, mal wieder Baldrian noch. Dachte. In den Beutel. Auch schön. So früh aber. Nur 5. Noch ein bisschen Zeit. Bevor wir hochrennen. Oder hochreiten, meine ich. Ein bisschen Zeit haben wir jetzt. Haben wir noch Wermut? Oh, hier ist doch Wermut. Das wusste ich, dass hier hinten Wermut ist. Ne, hier ist jetzt, glaube ich, nur noch Mohnblümkes. Gut, dann machen wir hier den Rückweg hier. Bumm, rum. Schon okay. Komm. Und hier ist noch irgendwo hier oben. Der Seite. Durchaus noch Wermut. Ein Hund. Ist er. Die eigentlich beim Kleiderwaschen auch die Waffen sauber gemacht. Oder? Das interessiert mich gerade nur. Ja, der Blut ist ab. Auch von den. Auch von den. Von der Streitaxt.
Okay. Aber die ist immer noch die schlechteste, die Streitaxt. Glaube ich. Mhm. 7 Uhr? Oder 6? 6. Schon so viel Salbei haben. Fand mich jetzt gewundert. Irgendwo haben wir anscheinend einen Garten. Waren wir denn irgendwo in irgendeinem... Nicht, dass ich jetzt so richtig wüsste. Stopp. Wie hoch gibt es noch Distel, ne? Fällt mir gerade ein, ja. Pferd kann man erstmal lassen. Jetzt marschieren wir erstmal da hoch. Schauen wir mal, was wir dann noch kriegen. Na, Hündchen? Mal loben. Feiner Hund. So ist's recht. Ja, den können wir auch jetzt mal hier alles... Waffen brauchen wir alle nicht im Moment. So. Ich glaube, die Fackel können wir jetzt auch so langsam ausmachen, ne? Ja. Die wollte ich haben, die Distel. Das wusste ich, dass hier noch welche waren, aber ja, die so viel gibt sie auch nicht. Siehste. In Milan kloppen wir uns heute aber nicht. Boah, ey. Mann, die von Krach da oben in der Stadt, dass man die ein bisschen runterhören kann. Ja, schön. Jetzt schon 7? Ja. Ja, hier langsam angekommen, ne?
Okay. So, schmeißen wir doch einmal das hier. Die Satteltasche. Das ist doch gut, Beinwell. Energie 64. Oh, minus 1 Energie. Energie minus 4. Auch Energie minus 1. Interessant. Ich wollte mal was gucken. Haltbar. Äpfel. Energie 0,5. Okay. Energie minus 3 ist schlecht. Kohl gibt keine Energie. Der Meerrettich gibt 0,5. Aber nicht der, der gibt keine Energie mehr. Auch 0,5. Ja, okay, das kann man jetzt lassen. Schon mal irgendwas gucken. Hab ich jetzt zu viel Sattheit gegessen? 10, ne? Okay. Bin ich aber zu satt, ne? 105, naja, ist nicht so schlimm. Was sagt der? Der gibt auch nochmal Energie 4, aber Sattheit macht der minus 20. Okay. War das? Keine Ahnung, welche Stufe das war. War irgendwas. Okay, ist auch egal. Welche Stufe war das? So. Da wollen wir mal. 7:30 kommt die raus, glaube ich. Dann fahren wir mal durch die Stadt durch. Okay. Ja, das ist nicht so schlimm. Ich brauche jetzt nicht. Karte, mir ist nicht wichtig. Das ist jetzt nicht. Ich brauche ja jetzt nicht reden. Habe ich hier noch irgendwie was zu klären? Milan, du bist doch gleich beim Turnier. Wo läufst du denn da runter? Speichern braucht zum Glück nicht vorm Turnier, weil das eh egal ist, ob ich gewinne oder verliere. Kommt es nicht so drauf an. Vorbereitet. Ich bin satt genug, ich bin fit genug, frisch genug. Da war Trinkfestigkeit eine Stufe mehr. Ich habe das aber nicht gesehen. Ich habe nur gehört, dass der irgendwas war jetzt.
schon rausgekommen, weil die stehen schon alle da. Ach, der ist auch schon da, okay. Na, waschen brauche ich mich nicht vorher. Oh, ein bisschen besoffen, ne, würde ich sagen. Aber ich glaube, das ist nicht so schlimm, oder? Soll ich vielleicht doch einen Kater mir nehmen noch? Besser ist es vielleicht, ne, zum Kämpfen. Sagt halt 93. Okay. Oh Gott, dann machen wir das so. Gott sei mit dir, Junge. Das kann ich für dich tun. Ach, ich wollte doch gar nicht. Warte mal. Bis später. Ich wollte die Folge hier beenden. Ist ja lang genug.